Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 17, Antrag der Fraktion der SPD betreffend Definition der Gemeinnützigkeit in der Abgabenordnung, Drucksache 19/3360, zusammen mit dem Dringlichen Antrag Tagesordnungspunkt 53 der Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend ehrenamtliches Engagement fördern, Gemeinnützigkeitsrecht hinsichtlich Anpassungsnotwendigkeit aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen überprüfen, Drucksache 19/3603. Die vereinbarte Redezeit beträgt 5 Minuten. Und als Erstes hat sich Herr Schmidt von der SPD-Fraktion gemeldet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag hat zwar einen konkreten Hintergrund, nämlich dass ATTAC im Jahre 2014 die Gemeinnützigkeit durch das Frankfurter oder durch ein Frankfurter Finanzamt entzogen wurde. Aber wir glauben, dass wir die Frage generell behandeln müssen, weil die Sorge auch in anderen Organisationen möglicherweise zu Recht besteht, dass sie von einer Verwaltungshandeln in Hessen, aber auch möglicherweise in anderen Bundesländern in der Finanzverwaltung betroffen ist, die Schritt für Schritt dann Organisationen die Gemeinnützigkeit entzieht, wenn sie auch aus unserer Sicht für gesellschaftliche Ziele werben. Und dazu muss man wissen, dass ATTAC, wieder um den konkreten Fall zu benennen, um es Ihnen auch zu verdeutlichen, die Gemeinnützigkeit entzogen worden ist, weil sie sich z.B. für die Finanztransaktionssteuer eingesetzt hat oder für eine Vermögensabgabe argumentiert hat. Und dann hat das Finanzamt gesagt, dass die Satzung von ATTAC, weil sie die Förderung des Gemeinwesens, der Solidarität und der Demokratie zu Inhalt hat, beinhaltet, deswegen gemeinnützigkeitsschädlich sei. Das muss man sich ein bisschen auf der Zunge vergehen lassen, weil es eine Organisation gibt, die in ihrer Satzung stehen hat, wir treten ein für das Gemeinwesen, für Solidarität, für Demokratie. Dann sagt die Finanzverwaltung, na ja, das ist aber gemeinnützigkeitsschädlich. Dazu muss man natürlich eines wissen. Das gehört zu einer soliden Diskussion auch dazu, dass wir natürlich in Deutschland in den 80er Jahren eine besondere Situation hatten, nämlich dass es Stiftungen gab und Stiftungen gezielt gegründet wurden, die dann auch einen Gemeinnützigkeitsstatus erreicht haben, deren einziger Zweck aber war, Gelder, Spenden einzusammeln, um damit insbesondere konservative Parteien zu fördern in Deutschland. Und vor diesem Hintergrund ist eine Änderung der Abgabenordnung vorgenommen worden, mit dem Ziel, genau dieses auszuschließen. Und deswegen hat man in der Abgabenordnung natürlich schon formuliert, dass man politische Betätigung ausschließen will. Ich will das einmal so vorsichtig formulieren. Aber ich glaube, dass man in der Entwicklung der letzten Jahre damit auch eine Entwicklung erreicht hat, wo man deutlich über das Ziel hinausstößt und mit einer eigentlich sinnvollen Absicht, nämlich die Unterstützung von Parteien, indirekte Parteispenden zu sammeln, Organisationen jetzt betrifft und die Gemeinnützigkeit entzieht, die ganz, ganz andere Ziele haben, die allgemeinpolitisch tätig sind und auch aus unserer Sicht sinnvolle, oder es können auch weniger sinnvolle Dinge sein, auch Dinge, die wir über streitig diskutieren. Aber es muss möglich sein, dass es Organisationen gibt, die sich politisch betätigen und die solche Ziele in ihrer Satzung haben, ohne dass das schädlich ist. Sie müssen sich denken, wir diskutieren über ATTAC, aber auch die VDK oder Caritas oder Diakonie oder AWO sind tätig und äußern sich immer wieder politisch. Sie sind kritisch-sozialpolitisch. Da kriegen wir es mal ab, da kriegen es die anderen mal ab. Und wenn man diesen Maßstab nehmen würde, dass das Finanzamt Frankfurt und das sozusagen dieser Maßstab, der nicht vom Minister korrigiert worden ist, das ist, glaube ich, eine wichtige Frage auch. Wir glauben, es hätte eine Möglichkeit gegeben, das zu korrigieren im Rahmen der Gesetze.
Da es aber nicht getan wird, haben wir diesen Änderungsantrag oder diesen Antrag vorgelegt mit dem Ziel, dass die Abgabenordnung geändert wird, dass Hessen eine Initiative ergreift, um die Abgabenordnung zu ändern. Ich will eingehen auf Ihren Gegenantrag. Ihr Gegenantrag ist im ersten Punkt ja nicht völlig falsch, aber er hat einen Satz drin stehen, der sagt, dabei, also jetzt bei der Frage der Grenzziehung, sind gesellschaftliche Entwicklungen zu berücksichtigen. Das ist richtig. Wir verweisen in Punkt 4 aber, dass es 2007 eine Änderung gegeben hat, wo der Katalog, wo Gemeinnützigkeit anerkannt wird, erweitert wurde. Aber jetzt gibt es leider einen Umkehrschluss, dass Ziele, die 2007 nicht aufgenommen worden sind, z.B. die Frage Klimaschutz oder z.B. die Frage der Menschenrechte oder die Frage z.B. Frieden, weil die 2007 nicht aufgenommen worden sind, man daraus den Umkehrschluss zieht in der Finanzverwaltung, weil sie nicht aufgenommen worden sind, sei es schädlich, wenn man sich dafür einsetzt. Meine Damen und Herren, das müssen wir korrigieren. Ich hoffe sehr auf eine sinnvolle und gute Diskussion im Ausschuss. Ich glaube nämlich, dass Grüne, SPD und LINKE sich ziemlich einig waren, dass das Problem aber sozusagen eher auf der CDU-Seite liegt. Wir sollten weiter werben, dass diese Frage korrigiert wird. Sie muss korrigiert werden, meine Damen und Herren. Danke, Herr Schmidt. Für die CDU-Fraktion hat sich Frau Arnold zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir diskutieren heute ein Thema, das in seiner Komplexität und auch in seinem Umfang in der Abgabenordnung und auch in der gesellschaftspolitischen Debatte eine große Bedeutung zukommt. Und angesichts der Bedeutung des Gemeinnützigkeitsrechts in der Steuergesetzgebung sind wir uns sogar im Großen und Ganzen einig. Wir sind uns einig darüber, dass das Gemeinnützigkeitsrecht den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen entsprechen muss. Und wir sind uns auch einig darüber, dass der Wert der gemeinnützigen Tätigkeit in Vereinen und in Verbänden verdeutlicht werden muss, nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern auch im Steuerrecht. Jedoch sind wir uns über die Art und Weise der steuerrechtlichen Ausgestaltung in dem betroffenen Gesetz nicht ganz einig. Wir sehen es momentan für nicht erforderlich an, den Maßnahmenkatalog um die von Ihnen angesprochenen Punkte zu erweitern und auch die Einfügung der Tätigkeit auf demokratischem Gebiet auf Bundesebene zu fordern. Ich erkläre Ihnen auch gerne, warum. Die Demokratie findet sich aktuell bereits in § 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 24 unter dem Punkt Allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens wieder. Insofern besteht aus unserer Sicht kein Bedarf, die allgemeine Definition zu ändern. Und wir sind zudem der Meinung, dass der bereits jetzt schon 25 Punkte umfassende Katalog einen breit definierten Begriff der Gemeinnützigkeit spiegelt und nicht erweitert werden muss. Da durch die Öffnungsklausel, die es nun auch gibt, im Absatz 2, Satz 2 und 3, sich auch nicht im Katalog enthaltene Zwecke unter den Voraussetzungen von Absatz 1 für gemeinnützig erklären lassen. Sie haben Klimaschutz beispielsweise noch angesprochen und auch die Förderung von Menschenrechten. Klimaschutz kann man auch unter der aktuellen Nummer 8, Förderung von Umwelt- und Naturschutz, anerkennen. Und auch die Förderung von Menschenrechten kann man unter verschiedenen Zwecken der bestehenden Katalogs subsumieren, wie beispielsweise Gleichberechtigung von Männern und Frauen, Schutz vor Ehe und Familie oder auch Förderung internationaler Gesinnung und Völkerverständigung. Hier trennen sich also unsere Wege, da wir keine akute Änderungsnotwendigkeit in den von Ihnen aufgeführten Punkten sehen. Es geht Ihnen auch um das laufende Verfahren von ATTAC. Es ist richtig, aus unserer Sicht, dass die Steuerverwaltung jeden Einzelfall prüft und nach bestem Wissen und Gewissen anhand des Steuerrechts entscheidet, und zwar ohne dass politische Einflussnahme erfolgt. Dies sollte grundsätzlich gelten, auch wenn dem einen oder anderen eine einzelne Entscheidung der Verwaltung missfällt. Ich denke, schließlich können wir froh sein, in einem Rechtsstaat zu leben, in dem auch Rechtsmittel gegen Verwaltungsentscheidungen eingelegt werden können. Dies hat ATTAC getan, und das ist auch das gute Recht des Vereins. Sie haben Einspruch eingelegt. Da diesem nicht abgeholfen wurde, zwischenzeitlich Klage vor dem Finanzgericht eingereicht.
Es besteht aktuell aus unserer Sicht daher kein Anlass, der Rechtsprechung vorwegzugreifen. Ein wichtiger Punkt sollte grundsätzlich ein Anliegen sein, das wir gemeinsam teilen. Es sollte auch künftig im Gemeinnützigkeitsrecht die klare Trennung zwischen Parteien und gemeinnützigen Vereinigungen erhalten bleiben und keine verdeckte Parteienfinanzierung ermöglicht werden. Zudem muss weiterhin gewährleistet sein, dass demokratiefeindliche und extremistische Positionen von einer steuerrechtlichen Förderung ausgeschlossen bleiben. Aus diesen Gründen sollte nicht leichtfertig aus unserer Sicht eine Änderung am Gemeinnützigkeitsrecht vorgenommen werden. Gut gemeint ist eben noch lange nicht gut gemacht. Und es besteht aus unserer Sicht letztlich die Gefahr, dass mehr tatsächliche Probleme geschaffen werden als Probleme gelöst. Ich hoffe, meine Ausführungen konnten Sie überzeugen, hier nichts zu überstürzen. Vielen Dank. Danke, Frau Arnold. Für die Fraktion DIE LINKE erteile ich Ihrem Vorsitzenden, Herrn van Ooyen, das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Anlass für die heutige Debatte ist, dass im Februar dieses Jahres bekannt wurde, dass das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC vom Finanzamt hier in Frankfurt die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde. Damit wird ATTAC steuerlich schlechter gestellt als etwa die neoliberale Bertelsmann Stiftung. Ein Fall, der zeigt, dass das herrschende Recht eben auch das Recht der Herrschenden ist. Hintergrund der Entscheidung ist der Anwendungserlass und nicht das Gesetz, um das deutlich zu sagen, des Bundesfinanzministeriums im Umgang mit gemeinnützigen Vereinen. Also nicht das Steuergesetz verhindert die Anerkennung von ATTAC als gemeinnützig, sondern der Anwendungserlass. Dies will ATTAC mit einer Klage vor dem Finanzgericht klargestellt wissen. Ich denke dennoch, dass es richtig wäre, auf Bundesebene noch deutlicher klarzustellen, dass Vereine, die sich für die Wahrnehmung und die Verwirklichung von Grundrechten, für soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz, informationelle Selbstbestimmung, Menschenrechte, Gleichstellung der Geschlechter oder für Frieden einsetzen, gemeinnützig sind. Denn mit einem Steuerrecht, das auch nur den Eindruck erweckt, dass es sich um eine Art Gesinnungssteuerrecht handelt, muss Schluss sein. Lisa Paus, die Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion für Steuerpolitik, sagte dazu im Februar: Die Entscheidung des Finanzamtes Frankfurt zeigt, das Gemeinnützigkeitsrecht gehört im Deutschen Bundestag auf den Prüfstand. ATTAC ist eine Organisation, die zur öffentlichen Meinungsbildung und zum demokratischen Diskurs beiträgt. Der Gesetzgeber hat in der Abgabenordnung schon heute klargestellt, dass die Förderung eines demokratischen Staatswesens die Anerkennung der Gemeinnützigkeit rechtfertigt. Zivilgesellschaftliches Engagement dient der Allgemeinheit und ist gemeinnützig, auch wenn es dabei zwangsläufig auch politisch ist. Das muss für Organisationen gelten, die sich wie ATTAC beispielsweise für eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung einsetzen oder für Frauen- und Menschenrechte stark machen. Soweit Frau Paus. Ich bin gespannt, ob die GRÜNEN nun in ihren Worten auch Taten folgen lassen. Denn immerhin hatten Sie hier eine Veranstaltung zum Thema. Das ist auch alles gut und schön. Die Frage ist nur, ob sich irgendetwas ändert. In Ihrem Antrag, den Sie jetzt vorgelegt haben, vor allen Dingen in Punkt 2, sagen Sie, wir warten erst einmal die Finanzgerichtsgeschichte einfach ab, anstatt proaktiv politisch aktiv zu werden. Darum geht es eigentlich. Das ist der Punkt, weshalb ich diesen Punkt in Ihrem Antrag nicht verstehen kann. Das Gleiche gilt aber natürlich auch für die SPD auf Bundesebene, denn immerhin stützt sich der Bundesfinanzminister auf eine Mehrheit, die auch von der SPD getragen wird. Auch Sie haben es in der Hand, auf der Bundesebene bei den Genossinnen und Genossen dafür zu sorgen, dass gemeinnütziges politisches Engagement auch im Steuerrecht als gemeinnützig anerkannt wird. ATTAC hat, wie gesagt, Klage gegen den Entzug der Gemeinnützigkeit eingereicht. Das Finanzamt Frankfurt verweigert weiterhin ATTAC diese Gemeinnützigkeit. In dem Einspruchsbescheid, auf den ATTAC mehr als anderthalb Jahre warten musste, beharrt die Behörde darauf, dass ATTAC zu politisch sei, um als gemeinnützig gelten zu können.
Es klingt unglaublich. Der Einsatz für die Regulierung der Finanzmärkte und eine gerechte Verteilung von Reichtum soll nicht gemeinnützig sein. Genau auf diesen Standpunkt stellt sich das Finanzamt Frankfurt und hat Attac Deutschland daher die Gemeinnützigkeit entzogen. Dem Finanzamt zufolge setzt Attac mehr auf politische Einmischung und informiertes Mitgestalten der Bürgerinnen und Bürger, als die gesetzliche Grundlage der Abgabenordnung es erlaube. Besonders im Engagement für die Finanztransaktionssteuer und eine Vermögensabgabe sieht die Behörde keinen gemeinnützigen Zweck. Wir halten dem entgegen, politische Bildung führt zu politischer Meinungsbildung, und diese führt im besten Fall zu konkretem Engagement mit realen Auswirkungen. Wir nehmen den Anspruch als Bildungsbewegung ernst und sehen es als einen Erfolg unserer Informations- und Bildungsarbeit an, wenn viele Menschen sich einmischen. Mehr noch, es ist die Aufgabe kritischer zivilgesellschaftlicher Organisationen wie Attac, politische Entscheidungsprozesse aktiv zu begleiten. Starke Nichtregierungsorganisationen sind unverzichtbar, weil sie das Gemeinwohl gegenüber den mächtigen Einzelinteressen der Wirtschaft und der global agierenden Banken und Konzerne verteidigen. Herr von Ooyen, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Die Aberkennung der Gemeinnützigkeit von Attac bedroht eine lebendige und kritische Zivilgesellschaft, die für eine funktionierende Demokratie unabdingbar ist. Wie der außergerichtliche Kampf weitergeht, werden wir bei der Sommerakademie von Attac in Düsseldorf Anfang des Monats diskutieren. Danke schön. Danke, Herr von Ooyen. Für die FDP-Fraktion erteile ich Dr. H.C. Hahn das Wort. Herr Präsident, ist alles korrekt. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Norbert Schmitt begann die Debatte für die Sozialdemokratie in diesem Hause mit dem Bemerken, dass vor einigen Jahren oder einigen Jahrzehnten geändert worden ist, das Gemeinnützigkeitsrecht, damit konservative Parteien nicht finanziell in irgendwelche Vorteile kommen. Ich gebe zu, Herr Kollege Schmitt, da sind wir als Freie Demokraten mit Ihnen einer Auffassung. Wenn ich aber jetzt den Redebeitrag des Kollegen van Ooyen höre, so bin ich mir immer sicherer in meiner subjektiven Empirik, man nennt das auch Vorurteil, dass jetzt ganz offensichtlich Vorfeldorganisationen der LINKEN und anderen in den finanziellen Vorteil kommen sollen. Und das kann auch nicht richtig sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was war denn das eben anders gewesen? Frau Wissler, Ihre Kollegin hat das vorhin so schön gesagt, nicht reinquatschen, sondern sich melden und danach etwas sagen. Ich kann mich daran erinnern, an den emotionalen Beitrag der Kollegin. Halten Sie sich doch bitte mal in Ihrer Fraktion ein bisschen an das, was Sie selber von anderen auch verlangen. Ich habe in den Worten von Herrn van Ooyen gehört, dass Attac deshalb so klasse sei, weil sie sich für die Einführung der Finanztransaktionssteuer ausspricht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist nicht klasse, das ist Arbeitsplatzvernichtung im Rhein-Main-Gebiet. Das ist schlichte Arbeitsplatzvernichtung im Rhein-Main-Gebiet. Was ist denn daran klasse? Was ist denn daran positiv? Was wollen Sie denn da unterstützen? Sie wollen offensichtlich, und das waren ja Ihre Beispiele eben, ich nehme nur Ihre Beispiele. Ich beschäftige mich gar nicht mit Attac so sehr, sondern mit den Begründungen, die Sie eben gebracht haben. Vorsicht, Kreislauf. Ich nehme nur die Argumente, die Sie eben genannt haben, und die sind in meinen Augen, in den Augen der Freien Demokraten in diesem Hause, sämtlichst parteipolitisch besetzt, und zwar zu einem Großteil von den LINKEN. Und deshalb setzen Sie sich auch jetzt so ein und wollen unbedingt, dass eine Vorfeldorganisation von Ihnen eine entsprechende Gemeinnützigkeit bekommt. Zweite Bemerkung. Ich weiß gar nicht so genau, ob es positiv oder negativ ist. Sie müssen irgendwie das Zwischenrufen gelernt haben in den letzten Tagen. Haben Sie das geübt? Haben Sie ein Seminar gemacht? Wie rufe ich dazwischen? Aber Ihre Kollegin findet das doof. Bei Attac, Norbert, das war superklasse. Vielen Dank, dass du das jetzt so aufgebaut hast. Was ist denn eigentlich so gut daran, gemeinnützig zu sein? Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, einige von Ihnen wissen, dass ich seit einem Jahr
Schatzmeister der Bürgerbewegung pro Flughafen hier in Frankfurt am Main bin. Ich lade Sie übrigens alle, ich weiß, dass Kollege Reis morgen kommt, ich lade Sie alle zu der neuen Eröffnung der Geschäftsstelle morgen ab 15 Uhr in den Taubengrund nach Egelsbach ein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hatte mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, und jetzt will ich mal nicht so her daherreden, wie Sie es gesagt haben, das muss aber gemacht werden, sondern ich will Ihnen sagen, wieso eigentlich kann eine solche Bürgeraktion, die sich für den Erhalt von Arbeitsplätzen, für den Erhalt eines wirtschaftlich wichtigen Betriebes mit vielen anderen Betrieben einsetzt, warum ist der nicht gemeinnützig? Ja, wieso eigentlich nicht? Also, Arbeitsplätze sichern ist anscheinend nicht gut. Aber für die Finanztransaktionssteuer zu kämpfen, das ist gut. Lassen wir doch diese Gesinnung hinter der Gemeinnützigkeit weg. Und konzentrieren wir uns doch bitte auf das wieder, was die Gemeinnützigkeit in den neuen Aufstellungen. Sie sollten das Seminar mal fortführen. Wann halte ich mal meinen Mund? Das wäre vielleicht die nächste Stufe. Wir werden ATTAC bitten, dass Sie das als Fortsetzungsseminar mal auf die Tagesordnung setzt. Und wann halte ich meinen Mund? Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz offensichtlich geht es ja denjenigen, die hier so kämpfen, und insbesondere den LINKEN überhaupt nicht um die Gemeinnützigkeit im Allgemeinen, sondern um die Unterstützung von Vorfeldorganisationen für sie selbst. Wir sagen, Gemeinnützigkeitsrecht hat damit nichts zu tun. Die abschließende Aufzählung der 25 Positionen in § 52 der Abgabenordnung ist vollkommen ausreichend und ist in meinen Augen schon viel zu sehr noch auf der Seite derjenigen, die immer nur das Beste für irgendetwas ganz Besonderes wollen, aber nicht so sehr für Arbeitsplätze und nicht so sehr für die Region. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, damit können wir jedenfalls leben. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Hahn. Für die GRÜNEN erteile ich Frau Erfurth das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte zunächst eines zurückweisen, Kollege van Ooyen. Sie haben von Gesinnungssteuerrecht gesprochen. Ich finde, das darf und sollte man nicht tun, weil das Steuerrecht ist kein Gesinnungssteuerrecht, sondern die Finanzbeamtinnen und Finanzbeamten urteilen nach Recht und Gesetz, und das ist richtig und gut so. Und diese Nähe sollten Sie nicht herstellen. Das sollte nicht hergestellt werden. Sind Sie fertig, Herr Rudolph? Dann kann ich vielleicht hier weitermachen. Herr Kollege Schmidt, Sie haben ja das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, hier sehr umfassend und eindrücklich beschrieben. Ich hatte auch so das Gefühl, auch Ihnen selbst ist nicht so ganz wohl dabei, wie man denn das Gemeinnützigkeitsrecht fortentwickeln kann. Sie haben einen Vorschlag gemacht, aber Sie haben auch keine richtige Lösung. Ich lese Ihren Vorschlag so, dass Sie weiterhin an der Trennung politische Partei und politischer Verein festhalten wollen, weil Sie verdeckte Parteifinanzierung nicht wollen. Das sehe ich genauso. Das finde ich klug und richtig. Und da muss man einen guten Vorschlag unterbreiten. Sie haben hier, der Kollege van Ooyen hat Lisa Paus zitiert. Ja, ich war mit Lisa Paus in einem sehr engem Austausch, und ich bin es noch, weil wir uns sehr darüber bemühen wollen, wie man das Gemeinnützigkeitsrecht so fortentwickelt, dass man unerwünschte Nebenwirkungen, von denen auch der Kollege Schmidt gesprochen hat, von denen auch die Kollegin Arnold gesprochen hat, dass man die ausschließen kann. Das muss man ausschließen können, und zwar sauber, rechtlich sauber ausschließen können. Es kann doch nicht sein, dass wir in diesen Wünsch-dir-was-Bereich kommen, der Verein ist uns noch lieb, dem würden wir gerne noch die Gemeinnützigkeit erteilen, und dieser Verein ist es aber jetzt nicht mehr. Wir müssen eine klare, saubere Trennung, die auch unser demokratisches System ableiten lässt, die müssen wir hinbekommen. Und dann haben wir ein vernünftiges Gemeinnützigkeitsrecht. Und da ist es doch nur klug, jetzt zu sagen, es gibt diesen Streitfall ATTAC, ja, und andere auch, genau. Und wir haben jetzt eine Entscheidung des Finanzgerichtes.
Und wir haben jetzt eine Entscheidung des Finanzgerichts, die sich genau mit diesem Streitfall beschäftigt. Genau damit, wo ist die Abgrenzung zwischen politischer Betätigung und das, was demokratisch wünschenswert und wichtig und richtig ist. Und da ist es doch nur klug, zu sagen, wir warten jetzt einmal, was das Finanzgericht entscheidet. Und dann werten wir die Entscheidung aus, und dann schauen wir, ob wir da etwas Gutes finden, um auch das Gemeinnützigkeitsrecht fortzuentwickeln. Jetzt einen Schnellschuss zu machen, hilft ad hoc nicht, auf gar keinen Fall, weil das ist alles Vergangenheit. Ja, das hilft dem Verein nicht, und das hilft auch der Rechtsordnung nicht. Von daher finde ich es sehr, sehr klug und wichtig, zu schauen, was passiert jetzt mit diesem Urteil passiert. Ich bin auch wirklich sehr gespannt darauf, und ich bin auch ad hoc sehr dankbar, dass Sie dieses Verfahren führen, damit man schauen kann, wo ist tatsächlich die Grenze und wo kann man das Gemeinnützigkeitsrecht fortentwickeln. Das wird dauern, Herr Kollege van Ooyen. Dieser ganze Prozess dauert ja schon sehr lange. Man hat ja 2007 diese Öffnungsklausel in die Abgabenordnung eingefügt, die auch bürgerschaftliches Engagement steuerlich begünstigen wollte. Dem vorausgegangen ist ein sehr langer, sehr intensiv geführter Prozess. Wo ist denn die Abgrenzung? Was nehmen wir rein in die Begünstigung, und was nehmen wir nicht rein? Das war ja nicht trivial. Das war damals nicht trivial und ist es heute nicht. Also diese tatsächliche Erfassung, was ist das, was wir demokratisch wollen, und wo ist die Abgrenzung zu extremistischen Vereinen und Verbänden, die wir in der Mehrheit dieses Hauses nicht möchten? Auch das ist ja eine Frage, die man beantworten muss. Wenn wir sagen, wir wollen politisches Engagement in irgendeiner Form gemeinnützig auch begünstigen, dann müssen wir auch die Frage beantworten, was machen wir mit den Republikanern dieser Welt? Ja, auch diese Frage müssen wir dann beantworten. Wollen wir das? Wenn wir alle sagen, jawohl, wir haben eine stabile Demokratie, wir wollen auch, dass diese Kolleginnen und Kollegen in den Genuss der steuerlichen Begünstigung kommen, okay, dann sind wir d'accord. Aber wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir kluge Abgrenzungen finden. Und die haben wir derzeit noch nicht. Und, Herr Kollege Schmidt, das liefert auch leider Ihr Antrag so. Jetzt im Moment noch nicht. Also Ihr Vorschlag, jetzt den Katalog der 25 Begünstigungstatbestände noch einmal locker um 6 zu ergänzen, das ist es, glaube ich, nicht. In dem Katalog nicht, aber ich meine, wenn Sie einfach einmal vergleichen, was ist jetzt schon in der Abgabenordnung begünstigt im Katalog. Da ist zum Beispiel, das ist ja ein bunter Strauß, das ist Sport, das ist Heimatpflege, Tierschutz, Kultur, traditionelles Brauchtum, das ist ein gewachsener Katalog. Da kann man sich darüber streiten, ob man das alles gut und richtig findet, aber er hat sich so entwickelt. Und es gibt z.B. im Punkt 18 jetzt schon in der Abgabenordnung den Katalog Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Sie wollen jetzt in Punkt 42 nur vorschlagen, Gleichstellung der Geschlechter. Also das ist irgendwie, ich weiß nicht, was das mehr bringen soll. Ich danke Ihnen, Herr Präsident. Ich weiß nicht, was das mehr bringen soll. Ich ziehe einen Strich drunter und sage, die Zeit ist noch nicht reif. Wir sollten das Gerichtsurteil abwarten, dann klug auswerten und uns dann gemeinsam überlegen, wie wir das Gemeinnützigkeitsrecht so fortentwickeln, dass wir gewünschtes zivilgesellschaftliches Engagement auch in den Genuss der Steuerbefreiung bringen. Ich danke Ihnen. Danke, Frau Erfurth. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Dr. Schäfer das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich vielleicht eine Vorbemerkung machen, die nicht nur aus formalen Gründen sehr wichtig ist. Wenn ich mich jetzt nach im zweiten Teil meiner Rede mit dem Gemeinnützigkeitsrecht auseinandersetze, hat das nichts mit steuerlichen Einzelfällen zu tun, die unmittelbar eben auch in der Debatte eine Rolle gespielt haben, weil ich mich vor dem Hintergrund des Steuergeheimnisses der Abgabenordnung gehindert sehe, dazu auch hier im Plenum Ausführungen zu machen. Das vorangeschickt. Zweite Bemerkung. Wir haben ja in der Diskussion gemerkt, dass die Frage, wo sind Grenzen zu ziehen, in diesem Fall ein unglaublich schwieriger ist. Ich glaube, dass wir klug beraten sind, alle miteinander bei der Beurteilung dieser Frage uns im ersten Schritt ein Stück davon zu lösen, welche Organisation gibt es,
deren Arbeit und deren Ziele mir besonders sympathisch sind. Und deshalb bemühe ich mich um eine Lösung der Frage, die möglichst auf eine, nämlich auf die steuerbegünstigte Seite dieser Grenzziehung zu bringen, sondern sich ein Stück davon zu lösen und abstrakt diese Frage zu diskutieren. Da gibt es zunächst einmal einen Ausgangspunkt. Unser Grundgesetz privilegiert in Artikel 21 des Grundgesetzes, die Parteien wirken an der politischen Willensbildung des Volkes mit, die politischen Parteien bei der politischen Betätigung. Das dürfte unstreitig sein. Das Modell unseres Grundgesetzes geht davon aus, dass politisches Engagement nicht ausschließlich, aber mit einer gewissen Privilegierung in politischen Parteien stattfindet. Nun hat der Gesetzgeber nach mannigfaltigen Vorgängerregelungen sich dafür entschieden, die politischen Parteien steuerlich in einer gewissen Weise zu begünstigen. Sie sind ertragssteuerbefreit, und es gibt die Möglichkeit, Zuwendungen an die politischen Parteien von der Steuer abzusetzen, in bestimmten Grenzen. Daneben gibt es gemeinnützige Organisationen, wo der Gesetzgeber sagt, ja, deren Engagement sind so dem Gemeinwohl verpflichtet, dass wir wiederum eine steuerliche Privilegierung für gerechtfertigt haben, sie von der Ertragssteuer zu befreien. Und jetzt wird es wichtig, Spenden, Zuwendung bei Privatpersonen in sehr viel höherem Umfang steuerlich geltend zu machen als bei den politischen Parteien. Wenn ich also nicht über den Umweg des Gemeinnützigkeitsrechts die Privilegierung der politischen Parteien bei der politischen Willensbildung aushebeln will, also sozusagen Extrakanäle von vereinsgebundener politischer Tätigkeit schaffen will, deren politisches Engagement sehr viel höher steuerlich begünstigt werden kann als das der Parteien, ist das sicherlich ein Wertungswiderspruch zu der Grundentscheidung der Verfassung. Deshalb war der Gesetzgeber gut beraten, zu sagen, politisches Engagement, wo das politische Engagement Kern der Aktivität ausmacht, eben gerade nicht steuerlich privilegieren zu wollen. Um diesem Konkurrenzaspekt zum Artikel 21 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 3 des Grundgesetzes Gleichheitsgrundsatzes aus dem Weg zu gehen. Soweit, glaube ich, sind wir beieinander. So, und jetzt stellt sich die Frage, wie ist mit Organisationen zu verfahren, wo die Frage, ist die politische Betätigung ein Nebenzweck, sozusagen ein positiver Kollateralschaden, oder ist die politische Betätigung doch der Hauptzweck und der Nebenzweck eher die Begleiterscheinung? Wie kriegt man das einigermaßen hin? Und ich weiß, dass die Finanzverwaltung, das sage ich auch wieder abstrakt, einer nicht unwesentlichen Zahl solcher Organisationen gelegentlich geraten hat, ihren Betrieb aufzuteilen und zu sagen, macht einen Teil, wo ihr eure politische Willensartikulation drin vereint und verzichtet dort auf die Gemeinnützigkeit, und nimmt einen anderen Teil, wo ihr eure Bildungsarbeit und Ähnliches macht, die unzweifelhaft gemeinnützig ist, und ihr geht allen Problemen aus dem Weg. Dieser Weg wird gemeinhin auch beschritten und löst damit ganz praktisch das Problem, was wir hier jetzt sehr komplex gesetzgeberisch miteinander diskutieren. Deshalb wäre das auch mein Rat an betroffene Organisationen, sich einen solchen Weg zu überlegen, jenseits unserer Fragen der Gesetzgebung. Schauen Sie mir eine letzte Bemerkung, die ist mir aber auch wichtig. Und die knüpft an meine ersten Bemerkung an. Lösen wir uns von der Frage, welche Organisation einem gerade sympathisch oder unsympathisch ist. Weil, wenn ich eine gesetzliche Regelung für eine Organisation erwirke, die mir sympathisch ist, muss ich aufpassen, dass ich nicht die Tätigkeit einer anderen Organisation, die mir unsympathisch ist, aber die rechtlich in die gleiche Kategorisierung fällt, ich nicht möglicherweise später die gleiche steuerliche Privilegierung gewähren muss. Und dann sind die gleichen, die sich jetzt aufregen, dass die eine Organisation steuerlich nicht privilegiert wird, bei denen, die sich aufregen, dass die andere auch nicht steuerlich privilegiert wird. Deshalb, meine Damen und Herren, hochsensibles Vorgehen. Und insofern, das ist mein letzter Satz, glaube ich, dass wir sehr klug und richtig beraten sind, die Fragestellung von Rechtsverfahren, über die eben gesprochen worden ist, abzuwarten
ob die dann beim Finanzgericht in Kassel enden oder möglicherweise sogar in einer Grundsatzentscheidung des Bundesfinanzhofs münden, werden wir dann sehen. Aber ich glaube, dann sehen Sie ja sehr viel klarer, ob es Abgrenzungsbedarf gibt oder vielleicht nur ein bisschen mehr Hinweis an Organisationen, wie man ganz praktisch das Problem, Stichwort Trennung, fürs eigene Arbeiten und Leben löst. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Finanzminister. Wir sind am Ende der Aussprache zu diesen Tagesordnungspunkten angelangt und überweisen die beiden Anträge zur weiteren Beratung in den Haushaltsausschuss. Meine Damen und Herren, ich teile Ihnen mit, dass die Tagesordnungspunkte 18, 20, 54 und 50 ins nächste Plenum verwiesen werden.